Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich möchte euch gerne in dem Video ein Programm vorstellen. Und zwar wurde ich von Videoproc Converter gefragt, ob ich die neueste Version mal vorstellen wollen würde. Ich hatte ja damit schon eine ältere Version vorgestellt, jetzt gibt es eine neue Version. Und da habe ich natürlich gleich ja gesagt, weil mir gefällt die Software super gut. Die hat mir schon so oft gute Dienste geleistet. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also, das ist jetzt so die Hauptseite, wenn ihr die Software geöffnet habt. Video, DVD, Downloader und Recorder. Recorder ist klar, aufnehmen. Downloader ist, denke ich mal, klar, werde ich euch nicht zeigen. DVD kann ich euch nicht zeigen. Ich habe kein DVD-Laufwerk bei mir drin und ich habe auch keine ISO-Datei, wo ich hätte das vorstellen können. Ich werde es euch aber im Groben erklären. Wir werden da reingehen. Video werden wir gleich machen. Aber erstmal hier bei den Einstellungen. Ganz unten habt ihr Hilfe. Kommt ihr zur Webseite, könnt ihr dann um Hilfe bitten. Wir haben dann über, da steht dann halt was für Software und dass es eine OEM-Lizenz ist. Wir sind jetzt bei Version 4.4 und halt hier oben stand, wann sie veröffentlicht wurde. Dann haben wir Update. Da ist jetzt natürlich nichts, weil ich bin auf dem aktuellsten Stand. Sprache natürlich Deutsch. Ihr könnt auch noch Espanol, Frankreich, also Französisch und Englisch nehmen, Italienisch. Oder wird Chinesisch, Japanisch, Koreanisch irgendwie sein, denke ich mal wahrscheinlich. Und dann haben wir hier oben nochmal die Einstellung an sich. Hier könnt ihr halt zwischen den verschiedenen Karteikarten wählen oder ihr bleibt einfach oben und scrollt damit durch. Da könnt ihr jetzt die verschiedenen Pfade auswählen. Also grundsätzlich speichert es auf die Festplatte C. Ihr könnt auch auf eine andere Festplatte aussuchen. Ihr könnt einen anderen Ordner aussuchen. Ihr könnt den Ordner umbenennen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Als erstes würde ich euch empfehlen, macht das hier oben. Erstmal Deutsch. Dann geht ihr hier rauf, auf Optionen. Dann rechnet der eine Weile. Ich zeige euch das mal. Man kann es jetzt nochmal machen, nachprüfen. Jetzt überprüft der anhand meiner Codecs und meiner Software und was ich so verbaut habe, was ist möglich. So, und bei mir ist alles möglich, wie ihr seht. Unten HEVC, H264, nein, Extend, mein, ach, hast du gesehen. Und die Level und 4K ist überall auch verfügbar, logischerweise. So 8K kann ich machen. Und das ist halt, weil ich eine Nvidia 1060 mit 6 GB habe. So, wenn ihr natürlich dann na, AMD habt, dann wird das natürlich bei AMD sein. So, Hardwarebeschleunigung, da waren wir ja eben. So, und dann habt ihr hier die Ordner, die ihr auswählen könnt. Hier auch nochmal die Sprache für DVD. Und hier auch dann nochmal für Downloader die Qualität 1080p, wie viele Versuche, MP4 und wo er denn Musik oder Video, je nachdem was da runterladet, wo er das hinpackt. Proxy und so, da gehe ich halt nicht drauf ein, da müsst ihr dann selber machen. Kann bei YouTube nur Probleme geben. Recorder, welche Qualität, natürlich in High-Qualität und meine Lautsprecher, mein Mikrofon, die Pegel. Die Software kann ich dann auch auswählen, welchen Codec halt hier. Die Befehle vergesse ich immer wieder. Und Brio, meine Webcam halt. Und dann hat man hier auch noch Maus und Tastatur. Auf oh, können wir das mal alles anhaken. So. Und dann können wir da auch rausgehen. Dann fangen wir mal mit Video an. Wir gehen bei Video rein. Wir haben hier oben zurück. Dann kommen wir wieder zum Anfang. Dann haben wir Video. Dann kommen wir in den Videoordner. Videoordner. Ne, hier ist der Videoordner. Hier haben wir Videos hinzufügen. Das ist einfach Videos. Und das ist der Videoordner von Dingsbums, von Windows. Das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche. Warum das doppelt ist? Ich habe. Ne, das ist ein anderer Videoordner. Dein PC. Ja. Das ist bei Videos und das ist bei auch bei Videos. Für alle Benutzer, ich habe keine Ahnung. Ich füge die Videos einfach mal so ein. Dann kommen wir zur Musik. Und dann kann man hier auch lernen. Dann ist, wenn hier was drin ist, können wir das rausschmeißen.
Ihr habt da dann nochmal eure Einstellungen. Ihr könnt da hohe Qualität und verbinden und alles Mögliche einstellen. Ich habe es einfach so gelassen, wie es ist. Und hier unten habt ihr dann die Auswahl zwischen den ganzen Formaten. Ich habe es wirklich einen Arsch voll. DVD, Video, HiFi, Video, Toolbox. Wir haben hier YouTube, wir haben PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4 im AVI-Format. Und wenn er das so rendert und auf den Stick macht, wird das Video so ja auf der PlayStation 4 abgespielt, in dem normalen PlayStation 4 Movie Player, Android, Mobil, da haben wir dann verschiedene Anbieter. Wir haben Apple, verschiedene Sachen von Apple, Musik, verschiedene Formate, so mein Profil, so. Also da ist wirklich viel, 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 viel drin. Und wir haben jetzt den Vorteil, wir können jetzt hier nicht nur einfach umwandeln von einem Format ins andere. Wir können auch zum Beispiel sagen, wir möchten aus einem Video ein MP3 machen. Wenn zum Beispiel bei meinem Outro. Fangen wir mal an mit meinem Outro. Abspannen. So, das ist jetzt hier drinne. So. Bewegt sich ja nicht, das heißt, das bleibt ein Standbild, das ist so. Aber normalerweise sieht das dann so aus. So, dass das hier wackelt. So, das ist mein Auto, so wie ihr kennt, mit Musik. Und das wollen wir jetzt umwandeln in MP3, weil ich möchte ein neues Auto machen. Nehmen wir mal jetzt mal an. Aber ich habe aus Versehen meine MP3-Datei gelöscht. Und dann gebe ich hier einfach MP3 ein. Sag One. Bumm, schon fertig. Und da ist meine Audiodatei. So. Und dann könnte ich praktisch mit dieser Audiodatei wieder ein neues Outro basteln. Oder was ich auch schon mal hatte, da war der Ton asynchron. Ich habe es aber hingekriegt, weil ich habe einfach das Video eingefügt. Mal lernen. Ich habe das lange Video einfach eingefügt. So. Und habe gesagt, MP3-Datei. Habe gesagt, One. Und ihr seht, das geht eigentlich recht fix. Das ist jetzt ein 11-Minuten-Video. Und habe praktisch in meinem Bearbeitungssoftware, wir können das jetzt auch abbrechen, weil wir haben es ja gesehen, dass es funktioniert. Löschen. Habe ich in meiner Bearbeitungssoftware zwei Spuren gehabt. Ich zeige euch das mal mit der MP3-Datei. Ja. Nee, mit dem hier. So. Nehmen wir mal an, das ist meine Bearbeitungssoftware, das ist das Originalvideo, das ist immer unten, weil sonst, wenn das oben drüber ist, wäre kein Ton, wäre was anderes zu sehen. Egal. Jedenfalls Originalvideo, Ton aus. Da habe ich die Tonspur hier oben hingepackt und habe mir die angepasst, bis am Anfang, wo ich irgendwie, oder in der Mitte, wo ich irgendwo einen Punkt habe, wo irgendwas gerade passiert, ich klatsche gerade in die Hände oder irgendwas dergleichen. Und dann habe ich mir die so hingeschoben, die Tonspur, wo ich sage, jo, so und angehört, so passt das. Und dann habe ich das Video gerendert. Originalvideo mit leiser Tonspur, Tonspur separat nochmal rausgemacht, oben rüber gemacht, um. Und ich konnte das Video dann noch benutzen. Und das war so, ja, habe ich alles super hingekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Video das war, aber das hat alles super geklappt. Hier seht ihr ja leeren. Zack, bumm, ist leer. Ihr könnt auch jetzt einfach hier. Ein 10-Minuten-Video nehmen wir jetzt einfach mal. Und das möchten wir in eine Videodatei verwandeln. Da könnt ihr hier unten auch Geräte, Musik, Toolbox. Und hier haben wir dann, was am beliebtesten ist. Wir nehmen jetzt einfach mal Video und nehmen jetzt mal ein AVI-Format. So. Und dann seht ihr hier oben DivX MP3. Wir können auch WebM nehmen. Dann seht ihr hier, dass sich das verändert. Ihr könnt auch hier dann auch von, wenn jetzt hier gerade Option 1080p steht, könnt ihr auch, ach, 720p könnt ihr auch in 1080p wieder ändern. Dann ist der wieder zurückgeändert. Das kann mal passieren. Da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen bei den einzelnen Codecs. Oder wir nehmen jetzt hier einfach M4V-Datei. Ja, das ist dann ein AAC-Format. Oder hier in
AEVC, AAC-Format, also AAC ist der Ton. So. Aber wir nehmen jetzt einfach mal ein MPEG. Eine MPEG-4-Datei und dann AAC. One. Und jetzt fängt ihr an, das umzuwandeln. Und das ist unterschiedlich. Ich habe es mit dem Video, also mit dem Video, was wir jetzt gerade machen, schon öfters getestet mit verschiedenen Formaten. Also ach Quatsch, weiß ich. 3GP-Format, HEVC und hast du nicht gesehen. Und je nachdem, welches Format es ist und auch wie das Audio eingestellt ist und welche Größe und so, dauert das halt immer mal was länger, mal was kürzer. Das ist immer unterschiedlich bei den Formaten. Auch bei den Formaten, wenn es gleich bleibt beim Format, also in was das umgewandelt wird, und wenn es von 1080p in 720p oder umgedreht gemacht wird, weil das Bild sich ja dadurch die Größe ändert, muss auch mehr berechnet werden, dauert das auch mal noch länger, als wenn die Einstellungen einfach alle gleich bleiben und sich nur das Format oder nur die Tondatei halt ändert. Da ist es dann halt auch unterschiedlich. Ich mache das mal hier zur Seite. So, und dann könnt ihr hier oben, könnt ihr auch immer die Originaldateien vom Video sehen. Ja, das Audio ist halt, steht zwar auf Englisch, aber ist ja Deutsch und dann AAC ist es. Wir lassen auch das Audio in AAC-Format. Und wir machen halt nur das Video, die Videodatei in eine MPEG-4-Datei. Und hier ist es ein H264-Codec mit 1080p. Ja. Also MP4. Ja. Mit H264. So, und hier ist auch schon fast fertig. Und dann könnt ihr dann auch halt drehen, schneiden, ein Wasserzeichen könnt ihr einfügen, Effekte könnt ihr. Also ihr könnt das Video auch noch mal ein bisschen nachbearbeiten oder einen Untertitel einfügen. Das ist schön, dass man es kann, aber für mich jetzt eher uninteressant. Ich wandle mir dann nur mal meine Sachen um. Ja. Dann passt das schon. Hier sind wir auch gleich fertig. Wenn ihr natürlich eine schnellere Grafikkarte habt oder die Hardwarebeschleunigung bei euch anders einschaltet und ihr einen stärkeren PC habt oder irgendwas dergleichen, dann kann es natürlich auch nochmal von der Zeit variieren, dass es schneller wird. Jetzt öffnet sich auch gleich der Ordner. So, da ist es. Und wenn wir dann hier raufklicken, haben wir hier unser Video. Was von der Qualität alle gleich bleibt. Das Einzige, was sich ändert, ist der Codec. Eigenschaften. Eigenschaften. Habe ich die mal nebeneinander gestellt. Hier haben wir dann zum Beispiel MP4 Videofile VLC, weil es der VLC Player ist, mit MP4. Und hier haben wir auch ein MP4 Format. Ja, aber kleiner ist jetzt schon mal geworden. Und Details, Details. Ja, die Bitrate hat sich geändert. Wir sind auch von 60 Bildern, die sogar noch 30 runter. Audio ist gleich geblieben. Ja. Weil MPEG-4 ist eigentlich MP4-Format. Also da gibt es halt so viele, die halt eigentlich gleich sind. Aber da kann auch manchmal schon beim Bearbeitungsprogramm der Fehler sein, dass MPEG-4 genommen wird und dann, wenn dann nur MP4 steht, hier wie bei der Datei jetzt hier, das sind Eigenschaften, Eigenschaften, hier MP4-Format, hier steht auch MP4, aber das ist ein MP4 mit was weiß ich ist und das nicht genommen wird und die Datei wird genommen. Ja, löschen wir das mal. So. Wenn wir jetzt hier ein anderes Format nehmen und Run, Eigenschaften, das ist immer noch ein MP4, aber ihr seht, hier geht schon schneller. Stopp. Nehmen wir mal WebM Run. So, Eigenschaften,
Da ist dann jetzt im WebM-Format. Ihr seht, das dauert halt gleich viel, viel länger. Stoppen. So. Und da habt ihr dann halt, wie gesagt, hier unten beliebt Video, Geräte, Gerät, Musik und Toolbox, wo ich so ein bisschen austoben könnt. Wie gesagt, könnt schneiden. Dann habt ihr hier so einen Schneidetisch, da könnt ihr hier Cut machen. Dann könnt ihr hier bestimmte Sachen halt rausschneiden. Aha. Wasserzeichen. Könnt ihr halt hier ein Wasserzeichen drin schreiben. Wasserzeichen. Odin. Könnt ihr euch auch anpassen. Einen Könnt auch ein Bild wunderschönen guten Morgen einfügen. schon wieder. Euer Odin grüßt euch zu einem neuen Video zu den Bit-Kopfhörern und zwar Ich habe jetzt ja der nichts Zubit vorbereitet. Schade. Fly Buds C2. Wasserzeichen Ja machen wir schon ein hier Video oben hin. gemacht, aber ich möchte unbedingt halt noch Dann kann man auch die Querperspektive Schriftart ändern mitnehmen. und Transparenz kann Habe man ich jetzt schon ändern. extra hier geholt. Also Wieder das wäre auf. halt die Möglichkeiten, Effekte. Also hier seht ihr mal das Original, steht auch hier drüber und hier die Vorschau für das Video. Dann könnt ihr da auch Effekte drin ballern, könnt ihr halt auch den Regler machen. Ihr könnt dann auch schneiden, also eine bestimmte Stelle aus diesem Video rausschneiden. Drehen, ihr könnt das Video drehen. Hier. Einmal nur, Und die wie Schnelligkeit. gesagt, alles auf. Und Untertitel, könnt ihr jetzt Untertitel hinzufügen. Also geht richtig, richtig viel. So, dann gehen wir mal. So, wie gesagt, wenn ihr hier alle, wenn ihr was drin habt, hier oben einfach leeren, dann ist es raus. So, DVD ist im Prinzip das Gleiche, was ich euch eben gezeigt habe. Ihr könnt halt auch aus dem Video ein Audio machen, hast du nicht gesehen, oder ein erstelltes Video. Ihr habt eine Sicherheitskopie von eurem Video erstellt oder was weiß ich, oder ein Image erstellt von was weiß ich, vom letzten Zoobesuch mit euren Kindern, was ihr aufgenommen habt oder so. Und ihr habt ein doofes Format, das, ne, und dann nimmt der Fernseher nicht an, dann könnt ihr die ISO-Datei einfach nochmal sagen, hier einlesen, bumm, und wir wollen ein anderes Format, was der Fernseher unterstützt oder so, oder was auslesen davon. Und ich habe da auch dann halt hier verschiedene Sachen, die ihr öffnen könnt. Wie gesagt, hier, ich habe kein Laufwerk, bei mir kann er das nicht öffnen. Eine ISO-Datei habe ich auch nicht, dass man die öffnen kann. Also ich kann es euch leider nicht zeigen. Und hier unten auch wieder Geräte, Backup und die verschiedenen Codecs und alle drum dran. Downloader ist Downloader, wie ihr es kennt. Da werde ich jetzt nichts zu sagen. Und Recorder ist Recorder. Da können wir praktisch jetzt unseren Bildschirm aufnehmen. Hier unten sind unsere Bildschirme. Also bei mir sind es mehrere Bildschirme. Der ist gar nicht so klein. Das ist ein 1080p Bildschirm. Der sieht nur so klein aus, weil die halt 4K sind. Hier können wir den Bereich auswählen. Hier haben wir unseren Lautsprecher. Da habe ich schon meinen Lautsprecher drin, meinen Realtek. Wir können auch an- und ausschalten. Und Mikrofon habe ich jetzt meine Rode drin. So, jetzt habe ich meine Rode drin. Und hier halt Realtek High Definition, dass ich den richtigen Lautsprecher habe. So, wir können auch Ausgabe, Ordner, Browse. Gehen wir hier zum Ordner hin. Öffnen. So. Wir können auch hier Hintergrund. Für die Webcam können wir auch hier ein Chroma Key setzen und was weiß ich alles. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Bildschirm. So, da ist jetzt natürlich noch mein Bildschirm drin. Das ist dieser Bildschirm hier. Wir können auch die anderen Bildschirme wechseln. Das ist mein Aufnahmeprogramm gerade, was gerade läuft. So, weil ich nehme das ja alles auf. Und hier habe ich gerade schon laufen, weil ich hier gleich anfange zu streamen. Aber wir wollen ja hier aufnehmen. Also das. Wir können jetzt sagen, wir wollen jetzt nur das Stück hier aufnehmen. Und dann drücken wir Ja.
Und dann haben wir praktisch nur die Software. Aber jetzt natürlich abgeschnitten, weil die größer ist. Sagen wir mal, wenn wir mehr haben. So. Zack. Und jetzt haben wir die Software komplett drin. Und würden das jetzt praktisch aufnehmen. Aber wir wollen halt den kompletten Bildschirm aufnehmen. So, einmal reinklicken, fertig. So. Somit nehmen wir jetzt den ganzen Bildschirm auf. Wir haben auch jetzt hier schon Mikrofon, das hat passiert, weil ich quatsche ja die ganze Zeit. Wenn ich jetzt die Musik anmache, geht doch hier an. Weil die Boxen beansprucht werden. So. Und dann gehen wir zur Webcam. Achso, die ist gerade in Benutzung. Warum ist die in Benutzung? Achso, die habe ich ja für meine Aufnahme jetzt in Benutzung. Ah, gut. Da kann er ja keine finden. Die kann ja nicht gehen. So. Achso, die ist ja auch eingebunden. Ja, gut, mit der Cam, die geht jetzt gerade nicht, weil die Cams ja hier alle beide eingebunden sind. In meiner Software. Normalerweise würde dann halt hier auch eine Cam auftauchen. Ja. Und hier kann man dann umschalten, Webcam und Bildschirm aufnehmen, dann ist die Webcam größer als der Bildschirm. Oder wenn wir sagen, Bildschirm und Webcam aufnehmen, ist der Bildschirm groß und die Webcam klein in der Ecke, die kann man sich dann auch anpassen. Leider kann ich euch das jetzt nicht zeigen, weil die Webcam halt im Aufnahmeprogramm läuft. Ach, schade. Naja, okay. So, dann machen wir jetzt einfach mal Rekord. Jetzt zählt er hier auch runter. Und jetzt nimmt er praktisch hier auf, auch wenn ich jetzt hier schreibe, wieder zumache, nicht speichern. Aber wenn ich dann halt hier unten, weil ich die Tastenkombination immer vergesse. Hier oben steht dann auch, welche Button ich drücke. So. Und dann würde ich mal sagen, Stopp. Dann haben wir hier ein fertiges Video. Da öffnen wir uns mal den Ordner. Und machen das Video mal an. Also groß. Hier oben seht ihr das. Habe ich angeschalten. Den kann man dann auch ausschalten. Ich habe jetzt mit meinem Mikrofon sehr leise gemacht. Damit das halt jetzt nicht zu laut wird, alles. Kann man sich dann alles selber noch anpassen. Das ist schon. So. Und wenn jetzt die Webcam gehen würde, könnte man dann halt auch Chroma Key hier einschalten. Ich sag jetzt einfach mal alles, was schwarz ist. Ja. Alles, was schwarz ist. Okay. Ich habe schon ewig mit sowas nicht mehr gearbeitet. Mal lesen würde er denn, also wenn die Webcam denn da wäre, alles was Schwarzes, dann könnte man das austauschen mit irgendwas anderem. Aber ja schon lange nicht mehr mit Chroma Key und so gearbeitet. Müsste ich mir auch erstmal wieder reinfuchsen. So. Dann können wir wieder zurückgehen. Und das war's eigentlich auch schon. Das ist wirklich ein kleines, schnuckliges Programm, hat mir schon oft den Arsch gerettet hat, weil ich im Camcorder irgendwas verstellt hatte und dann war das Format irgendwie ein bisschen anders. Und dann hat mein Camtasia das nicht angenommen, ich konnte das Video nicht bearbeiten und dann habe ich mit der älteren Version davon, das Video praktisch in ein Format umgewandelt. Damals standen auch alle untereinander und die Ansicht war ein bisschen anders. Und dann habe ich mir das halt in ein AVI-Format oder ein MP4-Format umgewandelt oder was weiß ich, was Camtasia
was gesagt hat und dass ich mit, damit mit Camtasia dann arbeiten konnte. Oder wie gesagt, ich hatte auch halt schon mal eine Datei, eine Videodatei, wo Ton und Bild halt nicht synchron waren. Und da habe ich dann praktisch, ich mache jetzt mal hier zwei Videos rein. So. Also müsst ihr euch vorstellen, das ist dann das Originalvideo, habe ich dann in Camtasia reingemacht, Ton aus, habe hier erstmal in der Software gesagt, ich möchte dieses, den ganzen Ton in einem MP3-Format haben, habe dann halt beim Originalvideo Ton ausgemacht in meinem Bearbeitungsprogramm, habe die MP3-Datei drüber gepackt und habe mir da eine Stelle rausgesucht, wo ich jetzt zum Beispiel klatsche gerade oder irgendwas passiert, wo ich ein Geräusch habe und habe mir die Tondatei dann so angepasst, dass es dann gepasst hat. Und hab das Video bearbeitet und dann konntest du dann bearbeiten und schneiden und alle drum und dran. Und man hat nicht gemerkt, dass ich da nachgeholfen habe, weil es nicht richtig geklappt hat, weil der Ton da irgendwie asynchron war. Das war ganz gut. Also da kann sowas schon mal mega helfen. Ich werde euch zu Videoproc-Converter, die haben auch eine Videosoftware. Die werde ich mir vielleicht auch die Tage nochmal angucken. Da habe ich mir die Gratis-Testversion runtergeladen. Die werden wir uns vielleicht auch nochmal angucken. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant. Jedenfalls alle Links werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.